Hallo meine Lieben und willkommen zu dieser Legung. Heute ohne eine Frage. Wir schauen einfach mal auf dich und auf einen Menschen, der dir am Herzen liegt, an den du vielleicht oft denkst, der dich beschäftigt. Und für mich ist das so eine wie eine Fortsetzung von der letzten Legung, weil ich jetzt immer noch am Tisch hier sitze nach der Aufnahme. Und bin etwas im Flow, aber es gibt hier Abweichungen, sei es energetisch. Ich schaue mal, in welche Korridore werden wir noch aussuchen in unserem Riesenschloss, Riesenhaus. Ja? Wo gehen wir da noch rein? Wollen wir in den Keller gehen, auf Dachboden? Ich überlege es mir noch. Wir gehen wandern. Wir wandern. Gut, es ist kein Muss, dass du die Legung davor, vor dieser Legung sehen muss. Es ist in Ordnung, wenn du nur diese Legung hier anschaust. Gut. Wo sollen wir denn hin? Das ist hier interessant. Okay. Das ist hier, okay, ich gehe mal ein bisschen mal in eine leichte Trance. Mit mir gehen. Einatmen. Den Körper entspannt sich. Ausatmen. Lass alles los. Lass die Gedanken vorbeiziehen. Wo sollen wir hingehen? Wir haben zwei Richtungen. Okay. Zeig mir die erste Richtung. Die zweite. Schwertenergie. Die erste Richtung scheint eine ruhige zu sein. Jemand braucht hier mehr Ruhe, mehr Schlaf. Erholung. Er oder du. Erholung von Verletzungen, die vielleicht schon mal uralt sind. Okay, gehe hier weiter. Zeig mir. König der Kelche. Hier werden Emotionen aufgearbeitet. Durchschlafen. Ich kenne das von mir. Ich zum Beispiel kann auch im Schlaf viel verarbeiten. Meine Psyche sendet mir Bilder, verarbeitet das alles sowas ja, auf ihre eigene Art und Weise. Ich denke, bei dem Menschen, auf den du guckst, oder auch so wie bei dir, kann es auch sein, dass du, während du schläfst, auch ganz schön viel verarbeitest. Falls du an Schlafstörungen leidest oder sonstiges, lass es untersuchen und es steht bestimmt in Verbindung auch, sei es mit der Person oder allgemein mit sogar Liebe. Ne? Keine Diagnose, einfach mal aus dem Flow. Zeig mir mehr. Er findet keine Ruhe. Warum findest du keine Ruhe? Der Hierophant, weil es so wichtig ist, alles, was geschieht. Wie kann ich schlafen, wenn es so wichtig ist? Es wäre doch verrückt, wenn ich nicht die Zeit nutzen würde. Um was? Um dich von unnötigen Sachen zu befreien, um bei den nötigen Dingen zu bleiben, um zu sortieren. Spreu vom Weizen zu trennen. Ich trenne Spreu vom Weizen. Ich brauche meine Ruhe, ich brauche Abstand. Ich bin der Herrscher. Ich weiß, dass ich mich strukturieren muss. Ich muss mich unter Kontrolle halten. Was noch? Ich muss meine Energien strukturieren. Ich kann nicht unstrukturiert sein. Das geht nicht. Ich kann auch nicht so viele Konflikte haben. Warum darfst du nicht so viele Konflikte haben? Weil die mich immer wieder mal zum Grübeln bringen und ich mag es nicht. Das ist zu viel, das überfordert mein Gehirn.
Warum zeigst du mir, dass du hier als König der Kirche kommst? Was ist das? Ich blockiere mein Herz, sagt er hier. Ich blockiere meine Gefühle. Wie siehst du die Frau, die auf dich zusieht? Das ist vielleicht was Neues. Das ist spannend. Das ist etwas Rasantes. Das ist unerwartet. Das ist eine coole Energie. Sie ist wie der Wagen. Sie hat so eine Geschwindigkeit, wie so eine Lichtgeschwindigkeit. Wenn sie vorbeigeht, vorbeifährt, vorbeihuscht, das ist wie Licht. Das ist so schnell und du wirst berührt, als ob du von dem Windstoß berührt wirst, wo sie vorbeizieht. Und du wirst gedreht, gedreht, gedreht. Und du kannst nicht stabil stehen. Du verlierst dein Gleichgewicht. Sie ist sehr stark. Das ist sie. Kraftvolle Frau. Ja, die Kraft selbst. Sie hat so eine Macht. Kraft. Erzähl mir mehr von der Kraft. Das hat sie schon immer gehabt. Und diese Frau, sie kann lieben, sie kann Beziehungen aufbauen. Sie beschenkt mich. Sie kann auch sehr gut sei es in der Familie sein. Sie sei es eine gute Mutter, eine gute Frau, Ehefrau. Sie weiß, wie eine Frau funktioniert. Sie weiß ganz genau, was zu tun ist. Sie hat genug Ressourcen, Kraft, ist eine Herrscherin für dich. Ne? Ich muss so sehen, dass ich nicht zu sehr an mir zweifle und dass ich mich für das Richtige entscheide. Okay. Was ist hier das Problem? Die Veränderung selbst an sich. Willst du mir noch was sagen? Mhm. Schön. Danke, dass du so offen bist. Ich begleite ihn irgendwie hier jetzt. Gut. Er sagt, er kommt schon klar mit seinem Mangel irgendwo. Es gibt hier Zustände, die er selbst klären muss. Und er möchte in die Heilung gehen, er möchte das tun. Was nun mal überraschend kam, dass du eben die Königin der Kirche bist. Ja? Dass du die Frau bist, für die er Gefühle hat, die er verbirgt. Hier sehen wir ein Pärchen. Puh, ich war jetzt wirklich, ich war jetzt im Trance, ne? Dann wurde ich rausgeworfen. Und ich denke, auch mit dieser kurzen Session konnte ich tatsächlich nachvollziehen, was ihn so beschäftigt. Auch die Legung davor, die ich hatte. Ja, hier war das noch mehr tiefer gegangen. Das ist ein Übergang, der für ihn auch schmerzvoll ist. Was ist noch hier ein Thema? Was ist noch hier ein Thema? Einige sind auf dem Weg zu dir, weißt du? Einige sind auf dem Weg. Wandel. Es ist Wandel. Es ist eine reine Transformation. Es ist eine schöne. Das ist Wachstum. Weißt du, ich habe so viel Respekt jetzt vor diesem Ganzen, was hier geschah, weil ich merke, das ist wie ein Kind wachsen sehen. Ich weiß, ich kenne dieses Gefühl. Ich habe schon mehrmals beobachten dürfen, wie ein Kind anfängt zu laufen, zu sprechen, Mama zu sagen. Und das ist das hier. Das ist sehr berührend. Okay? Und es geht letztendlich um dich. Ich wurde rausgeworfen aus dem Trance, wo diese Karte auch kam. Ja, ein bisschen früher und dann kam das. Das ist für mich wie Abschluss. Guck mal, ich fange mit ihm an hier fast schon. Ja, ich weiß nicht, welche Karte war zuerst. Ich glaube nicht, dass der da zuerst kam. Nee. Aber egal, ne? Hier haben wir auch diese Pärchenkonstellation eben geschehen und es geht um euch beide. Jetzt
haben wir doch noch eine Richtung gezeigt bekommen. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt auch eintauchen werde. Das war schon mal. Er sagt, es war okay. Gut, du hast mich nicht gestört. Das freut mich. Ja, jetzt haben wir noch diese Richtung hier. Achter Schwerter. Wo soll ich denn da abtauchen? Irgendwie fühle ich jetzt dein Thema hier. Dein Thema. Hier sehe ich eine Frau, die in ihrer Blase lebt, die mit der ganzen Welt verbunden ist, mit dem ganzen Universum verbunden ist. Sind wir ja sowieso alle. Nicht viele verstehen das. Nicht viele bringen das zur Sprache. Vermissen? Vermisse sie? Was macht sie da? Was tut sie? Was beschäftigt sie? Diese Königin der Stäbe. Sehr charismatische Frau. Eine sexy. Sexy Dame. Sexy. Sexy Lady. Die sexy Lady. Also magische Frau. Die verführt mich. Die zieht mich magisch an. Egal, ob sie jetzt bei mir ist oder irgendwo auf einem anderen Planeten ist, zieht sie mich trotzdem an. Und sie ist sowas von frei. Sie ist ein Freigeist. Es kann nichts, nichts kann sie aufhalten. Sie bleibt sich selbst treu. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Telepathie sehe ich hier noch. Telepathie bei einigen von euch ganz schön stark ausgeprägt. Okay, gut, weiter geht's. Google, bitte nicht dazwischen reden. Jetzt rede ich. Jetzt rede ich. Wirf mich nicht aus meinem Trance raus. So. Naja, so tief muss das jetzt nicht sein. Die Liebenden. Die Liebenden. Unser Palace of Wands. Wir errichten uns ein Schloss, ein Palast, in dem wir uns geborgen fühlen, in dem es nur noch uns beide gibt. Wir zünden Kerzen an. Ja, das ist so eine innige Atmosphäre. In so einem Palast, Palast der Liebe, der Leidenschaft. Und wir verbringen schöne Stunden zusammen. Ohne die Außenwelt. Ohne, dass jemand zusieht. Es ist alles egal, was da geschieht. Denn das ist so wertvoll, um es mit anderen zu teilen. Es ist für mich zu wertvoll, sagt er. Weil das eine feine Arbeit ist. Das ist etwas Filigranes. Das ist nicht mit einer Axt gemacht. Das ist wie Edelsteine zu verarbeiten. Wie so ein Smaragd einzuarbeiten in das schöne Gold. Und ich gebe mir Mühe. Denn ich weiß, dass diese Verbindung mich erneuert. Ich werde, cool, ich verstehe diese symbolische Sprache so mega, das, wow, für mich geht das Bild schon sofort auf. Oh, cool.
cool. Schauen wir mal, jetzt sprach ich von diesen Smaragden hier. Ne? Ich hatte so eine Assoziation gehabt, dass er hier erstmal die Teile herstellen muss. Er macht das voller Fleiß, voller Aufmerksamkeit. Und was wir hier sehen, schau, wie er sich präpariert. An sich macht er das für sich. Auch für sich, mehr sogar für sich, damit er die Krone tragen kann mit all diesen ganzen Teilen. Ja? Und guck mal, Palast, sein Palast, das ist der König der Münzen, hat eben solche, ich nannte es Smaragd, ja, so eine Aufmachung. Stark. Und er sagt, dass hier ein neues Leben bevorsteht. Und das weiß er. Weißt du das? Weißt du das? Yes? Das ist die Sonne immer, ja? Er weiß, das ist gut für die Zukunft. Das ist etwas Tolles. Das ist eine ganz neue Energie. Es ist ein Upgrade. Drei große Arkana. Einmal die Sonne. Schauen wir mal, wie mächtig er ist. Wie mächtig, wie gut aufgebaut er ist. Das ist nach dem Austausch von euren Energien eben auch. Na, hier kommt der Narr und der Stern. Starke Geschichten. Was sagt der Narr noch? Neues Selbstbewusstsein. Neues Selbstbewusstsein. Schon wieder diese Smaragd-Coins. Ja? Überall neun Stück. Bitteschön. Auch für dich. Schauen wir mal. Für dich gibt es hier sogar hier so eine Halskette. Ja? Schön. Schön. Na gut, diese Aussage hatten wir schon. Das ist mit dem... ach, das war in der letzten Legung. Okay, etwas wie Angst haben vor Schmerzen. Vor Schmerzen, vor Veränderung. Denn eine Wandlung, eine so eine mächtige Transformation. Ich muss sagen, hier ist es was Schönes. Wirklich. Also die Sonne, der Stern und so ein cool aufpolierter König der Münzen. Boah, ne? Vielleicht auch finanziell geht es ihm hier viel, viel besser. So dass er da besser durchblickt. Okay, wie geht es für ihn weiter? Steht gut im Leben da. Hat viele Aspekte seines Lebens besser unter Kontrolle. Ein aufgeräumter, ein reifer Mann, der Verantwortung an erster Stelle für sich selbst übernimmt. Ja, und auch sogar für andere nützlich ist. Nützlich ist. So. Okay. Naja, sage, wie es gekommen ist. Wie ein Komet. So, okay. Wie ein Komet, ne? Wie so ein Stern. Vielleicht bist du wie ein Komet gekommen und kann dich nicht übersehen. Bist eingeschlagen wie ein Meteorit und ja, jetzt muss er damit klarkommen und das macht er auch. Er macht das schon. Was ist jetzt noch wichtig? Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Okay, da klopft schon jemand. Jemand klopft, warte mal. Oh, ist es an der Zeit, die Tür aufzumachen? Like diese Legung, abonniere meinen Kanal, buche bei mir eine private Legung und bleib einfach dran. Bis zum nächsten Mal.